Werkzeug statt Visitenkarte, diese KPIs verraten dir, was die Website zu deinem Unternehmenserfolg beiträgt. Darum soll es heute gehen. Wie schon gesagt, ich bin der André Hellmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Netzstrategen, glaube ich, wiederholen wir uns. Wir sitzen auf dem alten Schlachthof hier in Karlsruhe, haben wir auch Büros in Köln und in Barcelona. Wir sind mittlerweile wir sind 12 Jahre alt, so gut, ja, über 70 Leute mittlerweile und beschäftigen uns eben schon seit sehr langer Zeit mit dem digitalen Wandel und begleiten Unternehmen dabei, in ganz vielerlei Hinsicht erfolgreich im Internet zu sein. So soll ich es, glaube ich, sagen, sagt mein Kollege Timo immer. Die Dinge haben immer so Sprüche parat. Genau, also. Aber ich bin eigentlich, also jetzt Nebengründer und Geschäftsführer, vor allem bei uns in der Firma Zahlen- und Datenstratege, so nennen wir uns halt, im Digital Tracking Team und im Digital Business Team, so heißen meine beiden Teams, in denen ich aktiv bin. Und da gucken wir uns eben stark die Zahlen an und versuchen eben auf Zahlenbasis Entscheidungen zu treffen und natürlich die Unternehmen erfolgreich zu machen. So, und jetzt fangen wir mal direkt an mit dem Thema KPI und was das eigentlich bedeutet. Da würde sich jetzt gut einreihen, diesen Lead-Text, Sie kennen es vielleicht, MFG von den Fantastischen Vier. Darum soll es aber heute nicht gehen, aber ich muss jetzt schon quasi so ein bisschen darauf hinweisen, dass es nicht ganz ohne Anglizismen gehen wird. Also die ganze Geschichte mit dem Internet und Online-Marketing und so, wir versuchen es schon immer möglichst deutsch hinzukriegen, aber so ganz gelingt nicht, weil dann auch Sachen, wenn man sie aufs Deutsch übersetzt, einfach nicht mehr das bedeuten, was die eigentlich ausdrücken sollen. Von daher kleine Vorwarnung, ab und zu werden wir ins Englische reingehen, aber ich werde versuchen, das auch zu erklären immer, wenn nicht, einfach kurz eine Frage stellen. Wir sind ja hier, um was zu lernen und ich kann das gerne erläutern. Ich sollte wissen, was die Sachen heißen. Also ich hoffe. Wenn man aber mal bei Google KPI oder das deutsche Wort für eben Kennzahl eintippt, ist ganz witzig, kommen ganz viele Definitionen, aber vor allem kriegt man sofort Kennzahlen zurück. Und zwar zwei Stück. Wenn ich nämlich, was ist eine Kennzahl bei Google eintippe und suche, findet Google 2,3 Millionen Ergebnisse in weniger als in einer Sekunde. Schon recht schnell. Aber da haben wir schon quasi zwei Beispiele für Kennzahlen, die für Google unheimlich wichtig waren und auch wichtig sind, wenn Google zum Beispiel Webseiten bewertet. Das ist tatsächlich, wie schnell ist denn das Ergebnis für Nutzer da? Das ist für Google bei der internen Bewertung von neuen Services und Diensten total wichtig, wie schnell ist es verfügbar. Die launcht nichts, wenn es nicht schnell für den Nutzer verfügbar ist. Wenn die Seiten nicht schnell laden, zumindest von Seite von Google aus. Von daher ist für Google zum Beispiel eine zentrale Kennzahl, eine zentrale KPI, die Ladezeit von Webseiten, von ihren eigenen Suchergebnissen, aber auch von ihren Webseiten. Wenn die nicht schnell laden, haben wir schon ein Problem und auch somit ist die Ladezeit Ihrer Webseite eine wichtige Kennzahl. Können Sie sich gleich aufschreiben. So, trotzdem zurück zu unserer eigentlichen Frage. Was heißt denn KPI eigentlich? KPI kommt aus dem Englischen, große Überraschung, und bedeutet Key Performance Indicators. Das deutsche Wort dafür ist einfach eine Kennzahl, übersetzt halt Schlüsselleistungsindikatoren. Aber das wäre halt sperrig, ne? Deswegen nehmen wir halt die Kennzahl als Begriff dafür. Und um so ein bisschen dem Akademischen gerecht zu werden, habe ich auch Definitionen mitgebracht, die wir intern verwenden dafür. Deswegen steht auch keine Quelle dabei. Das sind einfach unsere Folien. Eine KPI, eine Marketing-Kennzahl, ist ein Erfolgsindikator, um die Wirkung von Maßnahmen zu überwachen. Das heißt, wenn ich irgendwas im Marketing tue, um etwas zu erreichen, soll mir die Kennzahl sagen, ob ich das erreiche oder nicht. Dafür sind die Dinger da. Und wichtig ist beim Verständnis auch, dass die Kennzahlen nicht Gott gegeben sind, sondern dass wir die eben beeinflussen können. Also ich kann ja als Unternehmer meinen Umsatz steuern, ich kann meine Kosten steuern und so ist es auch mit meinen Marketingmaßnahmen. Auch die kann ich eben steuern und danach gucken, ob sie jetzt mehr oder weniger zu meiner Zielerreichung beitragen. Warum nutze ich KPIs oder Kennzahlen im Unternehmen? Na, hoffentlich nicht nur, um halt zu reporten. Wir nennen es immer Vanity-Kennzahlen, also möglichst große Kennzahlen, möglichst gut dastehen. Das ist eine Sache. Aber das sollte ja quasi das Ergebnis von effektiver, effizienter Arbeit sein. Dafür nutzen wir eben Marketing oder eben Web-KPIs, um einzuschätzen, ob die Dinge, die wir tun, auf die Ziele einzahlen, die wir uns gesetzt haben und ob diese Maßnahmen eben oder unter den Maßnahmen, welche davon besser oder schlechter sind. Na, das ist so ein bisschen, deswegen macht man das. Deswegen ist auch Vergleichen so wichtig, kommen wir nachher auch dazu. Interner Vergleich, der Benchmark, das sind einfach super, super spannende Aspekte im Kennzahlenbereich. Also für mich ist es spannend. Ich verstehe, wenn andere Leute sagen, ich schlafe gleich ein.
furchtbar langweilig. Ich finde es total cool. Wichtig ist, dass die, wenn sie sich Kennzahlen angucken, eine Zielsetzung, eine Maßnahme haben. Von daher vielleicht ein bisschen ein Downer am Anfang gleich, so eine etwas frustrierende Aussage. Die Kennzahlen stehen oft am Ende, nicht unbedingt am Anfang. Also mindestens sollten ihre Zielsetzungen klar sein, bevor sie sich mit Kennzahlen beschäftigen. Weil jetzt einfach zu sagen, hey, was sind die wichtigsten Kennzahlen? Klar, kommen wir auch gleich, so gibt einige. Aber ob die jetzt die wichtigsten für Sie sind, da müssen Sie selber mal kurz drüber nachdenken. Da kann ich Ihnen aber auch noch Tipps zu geben, wie man es tut. Aber ich habe es schon gesagt, ne, das ist ein Papiertiger ohne Ziel und Maßnahmen. Dann ist es einfach eine Zahl, die steht im Raum, die kann man dann schön finden oder nicht. Wissen, ob sie einen weiterbringt, tut man erst, wenn man es in den Kontext bringt. Und das ist immer dieses Dreieck. Das könnte man auch mal schöner machen, die Folie, wenn ich diese Form hier sehe, so groß. Ein bisschen langweilig. Aber Sie sehen, die Kennzahl ist nur links unten. Zielsetzungen und die Maßnahmen sind eigentlich die Dinge, die nachher eine Kennzahl hervorbringen sollen. Oder wo ich dann quasi schließen kann, ob eine Kennzahl jetzt eigentlich... Nee, das ist falsch. Es geht darum, ob die Maßnahmen gut oder schlecht sind. Ich habe ein Beispiel. Mein Ziel ist es, Zahnpasta zu verkaufen. Und meine Maßnahme, um Zahnpasta zu verkaufen, wäre jetzt zum Beispiel Google Ads zu schalten, also Suchanzeigen zu schalten, die dann erscheinen, wenn jemand Zahnpasta eintippt. So, das ist jetzt quasi, das sind so mein Ziel. Zahnpasta verkaufen, Maßnahme, Google Ads schalten. Und dann sehen Sie links, gibt es jetzt eben unheimlich viele, also das ist nicht alles, ich habe eben nur reingeschrieben, so was mir eingefallen ist, Kennzahlen dazu. Zum Beispiel, wie oft wird diese Anzeige, die ich schalte, bei Google in den Suchergebnissen angezeigt. Das sind diese sogenannten Impressions. Wie oft wird da draufgeklickt? Was kostet mich eigentlich? Was kostet denn die ganze Kampagne? Wie viele Leute haben jetzt diese Zahnpasta in ihren Einkaufswagen im Online-Shop gelegt? Wie viele haben es ausgecheckt? Und am Ende kann ich gucken, was hat mich jetzt eigentlich Gesamtmarketingkosten versus Anzahl von Käufen, also Purchases, was hat mich jetzt eigentlich gekostet, wenn jetzt jemand eine Zahnpasta gekauft hat? Weil es ist ja nicht nur diese eine Zahnpasta, nicht nur der eine Klick, sondern ich muss ja vielleicht gucken, dass ich ganz stumpf 100 Leute erreiche, 10 meine Seite besuchen, 3 das in den Warenkorb legen und eine Person kauft es dann bloß. Dann muss ich ja trotzdem mal gucken, was habe ich denn für 100 Leute bezahlt am Anfang dieses Prozesses sozusagen. Von daher, dass man mal so ein Gefühl bekommt, so hängt es miteinander zusammen eben. Ne? Ziel, Maßnahme, Kennzahl, reden wir noch ein paar Mal drüber. Ich erkläre jetzt ein bisschen die Theorie und dann gehen wir in die Praxis. Schauen wir uns mal ein paar Kennzahlen an. Jetzt mache ich so ein bisschen das Bildprogramm. Was für Kennzahlen gibt es denn? Also, gucken wir mal. Wenn Sie jetzt, machen wir der Standardfall, in den allermeisten Fällen, wenn man sich jetzt Webseiten gibt, hängt irgendwo hinten dran Google Analytics. Das ist das Werkzeug, mit dem ich eben Kennzahlen aus einer Webseite herausziehen kann. Da haben wir eigene Formate zu, da kann man Tage mitfüllen mit dem Thema Analytics und Webtracking. Nachher kommt ein kleiner Einblick. Wir starten jetzt mal mit, wir haben eine Webseite, wir haben das eingebunden. Was spuckt denn das Ding jetzt quasi aus der Box heraus aus? Es ist einmal der Unique Visitor oder der Unique User, also der eindeutige Besucher unserer Webseite oder Nutzer, den wir eben identifizieren können. Für mich, das stresse ich bei uns in der Firma, bei den Kunden, das ist die allerwichtigste Maßeinheit, weil das sind Menschen. Also, das ist so nah am Mensch, wie es halt Google rauskriegt. Das eigentlich sind Browser, die man da misst, aber davor sitzt ja normalerweise ein Mensch. Google sortiert auch sehr, sehr intensiv alles aus, was nach Spam aussieht, wo wahrscheinlich kein Mensch dahinter sitzt. Von daher, da gucke ich am meisten drauf. Und auch welche Maßnahmen darauf einbezahlen, dass wir mehr Nutzer haben, dass die Nutzer öfter kommen, dass die Nutzer länger bleiben, da nerv ich alle mit. Während meine Marketingkollegen eher so in Richtung Visits oder Sitzungen und Page Impressions schielen, starre auf die Nutzer und gucke mir eben, komm auch dazu, guck mir mal an, was hat uns Nutzer gebracht. Wie gesagt, der Visit ist die Sitzung, also der Besuch einer Webseite und die Page Impressions dann darauf aufbauen, die Anzahl der einzelnen Seiten, die eben angeschaut werden beim Besuch der Webseite. Zum Beispiel gehen Sie jetzt mit Zalando und gucken sich 5 Schuhe an, dann haben Sie bei einer Sitzung 5 Seitenaufrufe gemacht. Wie gesagt, sind für mich interessanter die qualitativen Kennzahlen. Und zwar die mir so ein bisschen beschreiben, was die Leute denn jetzt eigentlich gemacht haben auf der Webseite, die Sachen, die mir so was über die Beziehung zwischen mir und den Nutzern ausdrücken.
Und da gibt es einmal die Verweildauer, die ich super spannend finde. Also wie lange beschäftigt sich denn ein Nutzer, wenn er zu mir auf die Webseite kommt, mit meinen Inhalten? Wie lange möchte der eigentlich was über mein Unternehmen, meine Produkte, meine Leistungen herausfinden? So, deswegen gucke ich mir das immer an. Die Nutzer, wie lange bleiben die? Gucken wir dann zum Beispiel an, ein Nutzer, der sehr lange bleibt, was guckt er sich denn alles an, während er lange bleibt? Und versuche dann auch mal, diese Reise des Nutzers auf der Webseite nachzuvollziehen. Also ich gucke mir mal an, da war ein Nutzer, der war 7 Minuten 12 Sekunden auf meiner Webseite. Was hat der denn da gemacht? Und versuche dann da tiefer einzusteigen und zu schauen, was da eigentlich bei diesem Visit passiert ist. Es gibt die Absprungrate, irgendwann ist immer alles mal vorbei, auch der Besuch einer Webseite. Und so gibt es eben auch Kennzahlen, die mir sagen, wann Leute meine Seite verlassen oder wo sie quasi auch direkt nach dem Einstieg wieder gehen. Das heißt, der Nutzer klickt bei Google auf den Link auf meine Seite, ist dann kurz da und hüpft sofort zurück zu Google. Das ist die Absprungrate. Muss nicht immer schlecht sein, ist aber eine Sache, die ich mir genau angucken sollte. Wo es schlecht ist und wo es vielleicht auch berechtigt ist. Bei der Suche nach einer Telefonnummer zum Beispiel kann es sein, dass es vollkommen okay ist, wenn der kommt und wieder geht. Dann gibt es eben die Seitenaufrufe pro Visit oder eben die PI pro Visit, die mir zeigen, wie viele Seitenaufrufe während eines Visits gemacht werden. Und es gibt die Nutzertreue, wie häufig kommt jemand auf meine Webseite. Und da gibt es ganz charakteristisch teilweise Branchen oder Webseiten, da kommt der Nutzer einmal in seinem Leben, aber verbringt dann ewig drauf. Oder quasi pro Purchase. Zalando ist so ein Beispiel. Bei Zalando ist es so, dass die Nutzer, die kommen, viele Frauen, kommen und dann sind die ganz lang da drauf. Die verbringen dann ganz viel Zeit auf der Webseite, gucken sich alle Schuhe an, die passen könnten und gehen dann wieder. Das heißt, die machen dann irgendwie in der Zeit 40, 50 Seiten Aufrufe nur in einer einzigen Session. Das ist bei Autoteilen so, also bei Sportsachen bei mir ist das ganz schön. Das nächste ist die Nutzertreue, das ist wieder was anderes, da gibt es auch ganz verschiedene Charakteristika. Eine BNN zum Beispiel hat einfach eine sehr hohe Nutzertreue, weil die jeden Tag neue Nachrichten auf der Seite haben. Das haben wir jetzt als Unternehmer im klassischen Sinne nett, aber es gibt schon auch Produkte, wo ich dann eben öfter mich damit beschäftige. Wir haben zum Beispiel hier in Karlsruhe die Gartenmöbel Company, ist ja schon ein ganz langer und alter Kunde mit uns, den wir begleitet haben auf ihrem Erfolgsweg da im Internet. Ja, bei denen ist es dann so, wenn dann jemand quasi für so, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Euro Gartenmöbel kauft, dann sind die, da kommen die immer wieder. Ne? Bei denen kumulieren sich dann diese Visits um so ein Wochenende, wo das dann so Donnerstag, Freitag losgeht. Dann heißt am Wochenende ist schon geiles Wetter, würden gerne draußen sitzen, die alten Sachen kann man nicht mehr sehen. Dann kommen die ganz oft auf der Webseite und montags wird dann gekauft. Das ist ganz lustig. Aber in der Zeit kommen die halt 8 Mal und die hatten immer 3 Sachen an. Die Visits werden immer spitzer, immer konkreter. Irgendwann wird dann ausgecheckt sozusagen. So, und dann noch bei der Performance- oder Leistungskennzahlen, da geht es echt drum, was trägt denn das Ding jetzt bei für mein Unternehmen? Da sind wir natürlich sehr, sehr stark im E-Commerce-Bereich. Ich habe nachher auch ein Beispiel aus dem B2B-Bereich mit dabei, wo man mal anguckt, wie es in der Lead-Generierung ist oder so. Aber prinzipiell kann ich mir immer anschauen, wie meine Wandlungs- oder Conversion-Rate ist. Da gucke ich mir einfach an, wie viele Nutzer haben meine Seite besucht, also wie viele Sitzungen hatte ich, versus den ausgecheckten Warenkörben, das wäre jetzt im Online-Shop der Fall, geht natürlich aber auch zum Beispiel, wie viele davon kommen auch noch dazu, wie viele haben mich angerufen, wie viele haben eine E-Mail geschrieben, wie viele haben das Kontaktformular ausgefüllt, wie viele haben einen Beratungstermin gebucht, all das sind eben Wandlungsraten. Immer das Verhältnis aus Sitzungen zu einem gewünschten Handlung, ne, auf der Webseite. Dann gibt es die Kosten pro Lead oder die Customer Acquisition Costs. Das ist die Frage, was kostet es mich denn, einen neuen Kunden zu generieren? So, was habe ich dafür ausgeben müssen? Oder die Kosten pro Cost per Sale oder Cost per Order? Was kostet mich denn de facto eine Bestellung? Also wenn ich meine Werbekosten mal in einem bestimmten Zeitraum umlege auf die einzelnen Checkouts oder Bestellungen, dann weiß ich eben, was mich da einzeln kostet. Und der letzte Wert, der ist ganz wichtig für Leute, die viel Geld oder die Geld ausgeben für also die online bezahlte Werbung schalten, also Google Ads schalten, Facebook Ads, Insta Ads, die Geld für ausgeben. Das ist der ROAS, das ist der Return on Advertising Spend. Da guckt man sich einfach ein Verhältnis an, was habe ich an der Werbekosten gehabt und wie viel Umsatz hat mir das gebracht, wenn ich jetzt quasi diese Werbung einsetze. Also keine Ahnung, das sind Werte von 800.000% teilweise. Wenn die Werbung gut ausgesteuert wird. Gucken wir auch noch Beispiele an. Ich wollte nur mal kurz die Theorie vermitteln.
Wenn ich jetzt die Daten analysiere, das muss man kurz wissen, bevor man das tiefer einsteigt, dann habe ich immer zwei Dimensionen. Die eine ist eben die Kennzahl selbst, das ist der grüne Balken da. Und die kann ich jetzt auf verschiedene Dimensionen projizieren. Das sind quasi die Zeilen. Wenn ich mir das jetzt praktisch mal angucke, in Google Analytics sieht das so aus. Da habe ich jetzt ein Beispiel von einem Kunden dabei. Da sehen Sie jetzt quasi in den einzelnen Spalten die Kennzahlen ganz oben aggregiert. Zum Beispiel 6.477 Nutzer waren insgesamt da. Wenn ich jetzt die einzelnen Zeilen nach unten gucke, kann ich mir anschauen, auf was für thematischen anderen Webseiten waren die denn, bevor sie bei mir auf der Webseite waren. Da sehen Sie jetzt eben ganz oben, waren viele auf Reiseseiten, viele waren auf Immobilienseiten, viele waren vorher schon auf anderen Home and Garden, also Garten- und Möblierungswebseiten, also Möbelwebseiten. Da kann man das eben so runterbrechen und sich dann genauer angucken. Das sind diese beiden Dimensionen. Ich habe die Kennzahl an sich. Und die breche ich dann auf und gucke mir eben an, wie die in verschiedenen Dimensionen aussieht und auch was deren Performance war. Kommen wir dann auch noch dazu. Nur mal so, dass man das Bild im Kopf hat, die Kennzahl ist immer die Zahl da oben und die wird dann quasi runtergebrochen in die einzelnen Dimensionen, damit ich eben auch vergleichen kann. Wie gesagt, der Vergleich ist sehr, sehr wichtig. In dem Fall könnte ich mir zum Beispiel angucken, auf welchen anderen Webseiten will ich denn Werbung schalten, damit ich dort die Nutzer erreiche, die später bei mir einen bestimmten Umsatz machen. Und da muss man auch mal aufpassen, man sieht ja in der ersten Spalte die Anzahl der Nutzer, aber ganz hinten sieht man auch den Umsatz, die Leute bei mir was gemacht haben. Und teilweise ist es eben so, dass es vielleicht gar nicht so viele Nutzer waren, aber dass die sehr viel Umsatz gemacht haben, weil es halt thematisch so gut passt, weil vielleicht die Demografie gut passt, weil das Einkommen gut passt und dann muss ich eben da steuern, wo ich meine Werbung schalten möchte. Genau. Was ich auch immer sehr stresse, worauf ich mir sehr deutlich hinweise, ist, dass wenn Sie jetzt vor so Zahlen sitzen, dass Sie sich klar machen, dass dahinter Menschen stecken. Also das sind Leute, die Ihre Webseiten besuchen, die bei Ihnen Produkte einkaufen, die mit Ihnen Kontakt aufnehmen, die Ihnen E-Mails schreiben. Machen Sie sich das klar. Das sind keine Maschinen, keine Roboter, die da rumhängen, sondern die möchten mit Ihnen in eine Beziehung eintreten. Die wollen irgendwas von Ihnen. Also nutzen Sie die Chance und denken Sie auch so darüber nach, dass das Leute sind, mit denen Sie da eben vielleicht in dem Fall auf einer abstrahierteren Ebene in Kontakt sind oder Kontakt treten können. So, ich habe es vorhin schon erzählt, es gibt quasi diese qualitativen Kennzahlen. Da gibt es die Nutzer, die machen Sitzungen und jede Sitzung hat Seiten aufgerufen. Das heißt, es ist so eine Pyramide. Ich habe immer quasi im einfachsten Fall habe ich 100 Nutzer, 100 Sitzungen, 100 Seiten aufgerufen. Das ist quasi das Kleinste, was passieren kann. Wenn Sie mehr Nutzer als Sitzungen haben, haben Sie einen Fehler im Tracking. Wenn Sie mehr Nutzer als Seitenaufrufe haben, haben Sie einen Fehler im Tracking, weil das kann eigentlich nicht sein, dass quasi jeder Nutzer, wenn er einmal kommt, macht automatisch eine Sitzung und automatisch einen Seitenaufruf. Das ist quasi technisch das Erste, was eben passiert. Deswegen muss das eben so laufen. Wichtig ist jetzt aber, dass Sie sich das klar machen, dass bei diesem Verhältnis, Sie können die Sitzung und die Seitenaufrufe können Sie eigentlich selber gar nicht beeinflussen, sondern Sie können nur das Verhalten von den Menschen beeinflussen, den Nutzern und Nutzerinnen dahinter, die auf ihrer Website irgendwas tun. Das heißt, in diesem einfachen Fall, vor allem, wie häufig kommen die zu Ihnen und wie intensiv ist der Besuch bei Ihnen auf der Webseite. Und gerade den Besuch auf Ihrer Webseite können Sie ja auf der Webseite optimieren. Dafür gibt es das Thema User Experience oder Webdesign. Diese Disziplin kümmert sich nur darum, das Engagement auf der Webseite zu verbessern, dass die Leute länger da sind, mehr Sachen angucken und am Ende hoffentlich genau das tun, was Sie jetzt in dieser Kundenbeziehung eben entsprechend weiterbringen. Und das muss man sich auch vor Augen führen, wenn Sie mit Kennzahlen arbeiten, dass Sie eben an die Maßnahmen denken und die Maßnahmen eigentlich immer diese Hebelwirkungen sind, also diese qualitativen, vergleichenden Kennzahlen zwischen diesen einzelnen Zahlen. Gerade wenn man nachher mit den Performance-Kennzahlen kommt, wird es noch klarer, dass man eigentlich genau darauf guckt. Und diese quantitativen Kennzahlen, die Sitzungen, Seitenaufrufe oder am Ende, die Gesamtsumme Ihres Umsatzes, das ist das Ergebnis, aber das ist nicht quasi eine Kennzahl, die Sie jetzt direkt beeinflussen können. Oder wenn Sie das tun, schießen Sie mit einer sehr großen Kanone auf ein sehr kleines Ziel. Das ist wahrscheinlich nicht sehr effizient. Ja, gut, das habe ich jetzt gerade verraten alles. Genau, das steht da. Diese qualitativen Kennzahlen sind die Dinge, die im Vordergrund stehen sollten und die Ihnen als Steuerungsinstrumente dienen. Die quantitativen sind halt das Ergebnis. Die können natürlich Indikatoren sein, wenn man es im Verlauf angucken zum Beispiel oder eben wie im Vergleich sehen, eine sticht halt heraus. Dann analysiere ich die, aber dann kommen Sie ganz schnell darauf,
dass sich dahinter meistens zwei andere Kennzahlen verbergen, die dann beeinflussbar sind. Einfaches Beispiel, der Umsatz ist quasi immer, jetzt im E-Commerce, Anzahl der Warenkörbe mal Warenkorbwert. Ne? So, das sind diese beiden Sachen, die können Sie beeinflussen. Die machen den Umsatz, den Umsatz selber, den können Sie nur indirekt beeinflussen. Eben über diese zwei konkreten Dinge, die man steigern kann. Insider-Tipp. Daran erkennen Sie auch gute Webagenturen. Wenn die mit Ihnen da mehr drüber reden, wenn die mit Ihnen über Persona sprechen, über Zielgruppen, über Ihre Nutzer, über diese Hebelkennzahlen, diese qualitativen Kennzahlen, das sollte im Mittelpunkt stehen. Und auch in der Bewertung später, wenn Sie dann Termine mit denen haben, man guckt sich an, was haben denn jetzt meine Facebook-Ads gebracht oder so. Wenn die nicht darüber reden, sondern mit Ihnen nur über, ja, da haben wir jetzt 2000 Sitzungen generiert. Das ist jetzt, ich will nicht pauschalieren, aber da sollten Sie dann nachfragen, okay, wo kommen die denn her? Wie sind die entstanden? Welche Ad, welche Kampagne, welche Zielgruppe hat denn wie performt? Das müssen Sie eigentlich wissen. Dass Sie Ihnen 2000 Sitzungen liefern und Niveau. Das ist das Ergebnis. Ne? Also achten Sie darauf, wenn Sie da mit Partnern sprechen, dass Sie das so machen. Viele Firmen oder Agenturen wissen das auch vielleicht noch gar nicht, dass das so ist. Da trifft man viel. Weisen Sie darauf hin. Ich meine, das ist gar nicht böse, nur das ist für Sie als Unternehmen wichtig, dass Sie darauf gucken. So. Wie wirkt denn das jetzt, wenn man das anfängt zu machen? Auch nochmal hier eine kurze Basis. Wenn ich hier in der Mitte meine Webseite habe, dann ist es tatsächlich unergründlich, was da so passiert. Ich möchte einfach mal zeigen, was für Dinge Sie da beeinflussen können. Zum Beispiel können Sie natürlich beeinflussen, dass die Leute, ich baue es mal auf, dass man sieht, wo die eigentlich herkommen. Also das eine sind tatsächlich Einstiege auf Ihrer Webseite, dass die Leute über die Google-Suche, die Google-Bildersuche, die gerade also immer noch sehr, sehr stark wächst, Facebook, Twitter oder irgendwo anders her auf Ihre Webseite kommen. Viele vertiefen aber auch ihren Visit und klicken sich dann eben von der Startseite nochmal zurück über die von der Produktseite zurück auf die Startseite und gehen dann von da aus wieder tiefer auf Ihre Webseite und schauen sich das noch ein bisschen besser an. Das ist der linke Teil, wo Leute eigentlich eher in so einer Loop sind und Ihre Webseite durchdringen. Auf der rechten Seite sehen Sie eher diese Einstiege, die kommen, nehmen irgendwas wahr auf der Webseite und dann verlassen Sie uns halt auch wieder. Aber wie gesagt, ist auch vollkommen okay, wir dürfen irgendwann gehen. Schön wäre natürlich, wenn Sie vorher irgendwas getan haben, was mir was bringt als Unternehmen. Dieses Schaubild, so sieht es die Theorie aus, sieht in der Praxis so aus. Das ist die Darstellung von einem Nutzerfluss über der Webseite. Da sehen Sie, also können Sie analysieren, wie sich Leute über eine Webseite hinweg bewegen. Und bei so einem Bild zum Beispiel, wenn wir das bei neuen Kunden angucken, ist immer ein ganz wichtiger Faktor, wie ist denn das Verhältnis aus Einstiegen auf der Startseite zu den Einstiegen auf irgendwelchen Detail-Produkt-Themenseiten oder so. Und da sehen Sie hier bei den Kunden, ist das in einem sehr guten Verhältnis, sieht man meine Maus, ich hoffe es, das hier ist die Startseite, ne? Da sehen Sie, da kommen nur 2070 Leute kommen da auf der Startseite. Während hier oben die einzelnen Produktseiten sind, die in Summe für 16.500 Einstiegen sorgen. Also die mehr Leute kommen über die vielen Produktseiten auf die Website das erste Mal als über die Startseite. Das spricht immer dafür, dass ein thematisches Marketing gut greift, dass eben nicht nur Leute, die mein Unternehmen schon kennen, zu mir kommen, sondern eben auch viele Leute zu mir kommen, die nach einem Produkt suchen oder irgendwo über ein Produkt auf mich aufmerksam wurden und uns dann direkt auf der Produktseite besucht haben. Und dann sieht man auch ganz schön, dass hier ganz brav viele Sachen in den Warenkorb legen danach. Das gefällt uns natürlich auch immer sehr, sehr gut. Und dass die danach dann nochmal nach Produkten suchen und dann wieder in den Warenkorb und so in der Art stellen wir das auch vor. Das ist eigentlich eine ganz gute Geschichte. Da sieht man aber auch schön hier Warenkorb und dann zack, ab in die Kasse. Das heißt, von den 16.000 haben wir 242 schon mal direkt im dritten Klick auf der Webseite irgendwas gekauft. Finde ich super, wäre ich jetzt sehr zufrieden damit. Ich kann mir das Ganze auch konkret für ein Produkt anschauen. Ich bin jetzt auch hier wieder in Google Analytics. Das ist einfach bei uns das Tool der Wahl. Wir können auch mit anderen arbeiten, aber dieses Tool macht halt einen sehr, sehr guten Job und ist für die meisten kostenlos. Also sie sind ein Riesenunternehmen. Da sieht man jetzt zum Beispiel für dieses eine Produkt, für eine Lounge, also ein Gartenmöbelprodukt, da hatten wir 91% Einstiege. Das heißt, 91% der Nutzer, die in dem Monat oder aus dem Monat wird das sein, in dem Zeitraum diese Lounge angeguckt haben, kamen von außen. Das heißt, es sind über irgendeine Art von Werbung zu uns gekommen, haben sich direkt die Lounge angeschaut. Nur
8% kamen über eine andere Vorseite, haben wir jetzt hier im Raum, eine andere Vorseite auf dieses Produkt. 3 zum Beispiel hatten schon andere Produkte im Warenkorb und sind dann nochmal zurück auf dieses Produkt gesprungen. Das sieht man auch, 78% haben es danach wieder verlassen, das heißt, sie haben die Lounge angeschaut und sind wieder gegangen. 20% haben sich dann noch tiefer mit unseren Produkten beschäftigt. Wir können uns anschauen, wie gut jetzt eine Einzelseite funktioniert. Ich kann mir auch anschauen, für dieses eine Produkt, wo genau die Leute eigentlich herkamen. Also kamen die jetzt über die bezahlte Suche, kamen die über Preisvergleichsseiten, kamen die über die organische Suche oder eben über direkte Aufrufe. Das bin ich sollte die Seite nochmal anschauen. Die haben sich vielleicht die URL gemerkt oder der Browser hat sich die URL gemerkt und die kommen wir direkt auf dieses Produkt zurück. Genau, ich habe es gerade schon erwähnt. Die größte Chance für uns liegt eigentlich darin, dass für uns, für Sie als Unternehmen, liegt eigentlich darin, dass wir nicht nur Leute durch diese eine Eingangstür zu uns holen, also durch die Startseite, sondern dass wir die Arme öffnen, viele Produkte anbieten, viele Detailseiten machen, unsere Leistungen, unsere Produkte gut erklären und dass so Menschen über ganz viele Türen zu uns kommen können. Wie ich es gerade gezeigt habe hier nochmal auf der Folie, dass wir eben viele, viele Einstiege über Produkte haben und nicht nur über unsere Startseite, auch wenn Sie später Kampagnen machen mit Partnern oder so, achten Sie darauf, dass Sie nicht nur Ihre Startseite dann als Landingpage, also als quasi Einstiegsseite haben, sondern dass wir Campaigning für die Produkte, für die Leistungsbereiche machen, dass es dafür Inhalte gibt. Das ist unheimlich viel wert. Also Sie können auch insgesamt, weil ich weiß, wie schwierig das ist mit den Inhalten, wenn Sie so ein Projekt planen, planen Sie mal eher so 1/3 des Budgets für die Technik und 2/3 wirklich für die Erstellung von Inhalten. Das wird nachher kriegsentscheidender sein, als dass die Website jetzt genauso aussieht, wie Sie sich das vorstellen. Die Inhalte darauf sind eigentlich wichtiger. So, das war jetzt, glaube ich, Theorie. Jetzt geht es, glaube ich, praktischer weiter. Ja, mit einem Beispiel. Ist doch immer Beispielhandel. Da haben wir zack, schon direkt. Das klingt doch gut. Gucken wir uns mal an, wie sowas im Handel funktionieren kann. Also es sind immer, wenn wir das operativ bewerten, ne, dann haben wir quasi 3 Screens offen, dann gucken wir uns die Facebook-Kampagnen an, ich gucke mir die Website an, wo dann der Nutzer rauskommt, ich gucke mir in Google Analytics die Kennzahlen an. Das ist jetzt für uns natürlich ein bisschen sperrig. Eigentlich macht man so eine Analyse im Parallelflug, aber wir gehen es mal Schritt für Schritt durch. Und ich habe jetzt mal einfach einen Kunden eine Facebook-Ad rausgezogen. So, diese Anzeige. Die lief jetzt bei Facebook, da haben wir eine bestimmte Zielgruppe gehabt, eine bestimmte Region im Hinterkopf, wir hatten ein bestimmtes Budget. Und ich gucke mir jetzt mal an, was diese Werbung, also nur diese eine Anzeige, was die hat erreichen können für uns. So, sehen Sie jetzt, das ist jetzt quasi, jetzt nehme ich die Haltung der Webseite ein und ich gucke jetzt von hinten durch die Webseite darauf, Nutzer, die über diese Werbung zu mir auf die Seite kamen, was ist denn mit denen eigentlich passiert? Wie haben die sich hier ausgewählt? Das sehen Sie, es sind ungefähr 11.000 Nutzer gewesen, die auf die Seite kamen. Die meisten davon waren davon noch nicht bei mir auf der Seite. 48% von denen, die gekommen sind, sind auch gleich wieder gegangen. Das ist ein relativ guter Wert für so eine Kampagnenseite. Viele, die kamen, haben 3,2 weitere Seiten angeschaut. Das heißt, die haben eine gewisse Besuchstiefe gehabt. Allerdings in einer relativ kurzen Zeit, nur 1:30. Das ist nicht besonders lang für die Fülle der Informationen, nichtsdestotrotz haben wir eine Conversion Rate von 0,07%. Das ist auf eine Einzelbetrachtung, auf einer einzelnen Kampagne kein schlechter Wert. Wir hatten 9 Transaktionen oder halt Wandlungen und insgesamt fast 13.000 Euro Umsatz mit dieser iNet. Da wäre ich jetzt mal als Kunde zufrieden. Und wenn wir jetzt so eine Kampagne planen oder wenn wir über solche Maßnahmen nachdenken, dann gucken wir uns immer an, wenn ich jetzt was tue, zum Beispiel so ein Bett vermarkte auf Facebook. Was wäre denn jetzt meine primäre Conversion? Das wäre das eigentlich das Tollste, was passieren könnte, wenn ich diese Werbung schalte, dass alle halt dieses Bett kaufen. Aber es wird natürlich in der Praxis so sein, dass nicht alle dieses Bett kaufen werden, sondern manche machen auch noch andere Sachen. Und deswegen überlegen wir uns auch immer gleich so sekundäre Handlungen, was der Nutzer auf der Website noch tun können sollte, um so ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, auf welche meiner Ziele zahlt denn jetzt eine Kampagne eigentlich ein. Ich zeige mal, was der Kunde so treibt bei sich auf der Webseite. Ein Logo, zentrale Conversion im Online-Shop ist halt dieser Warenkorb. Ne? Das ist, darauf gucken wir alle ganz genau, wie viele Leute klicken auf den Warenkorb-Button. Tatsächlich ist das auch bei uns im Marketing, sag ich mal, die härteste Währung, zusammen
hier Purchase oder Warenkorb, das ist super spannend. Alles, was ab dem Warenkorb passiert, gucken wir uns eigentlich nochmal separat an. Das ist eigentlich nochmal ein anderes Themenfeld. Das Marketing, auch was wir auf Seiten machen, auf Google, Facebook und Co., der hat eigentlich das als Key-Conversion. Das soll da eigentlich passieren, deswegen sind da auch viele weitere Infos dann direkt an dem Teil dran, dass die Leute sagen, ja komm, ich kaufe das jetzt. Aber es gibt tatsächlich, die kaufen es dann halt nicht gleich. So, und für die haben wir zum Beispiel jetzt bei denen, bei diesem Möbelhändler gesagt, eine Secondary Conversions, wäre halt ein Beratungstermin. Ne? Das ist natürlich den Verkäufern im Haus auch super wichtig, dass sie da halt irgendwie auch noch Butter kriegen. Die haben ja auch noch Angst ein bisschen von E-Commerce-Aktivitäten des Unternehmens, dass man das denen auch nimmt und dass die auch sehen, dass da was geht. Wir gucken uns natürlich die Auswertung an. Haben wir eben auch dann quasi weitere Kunden, hey, komm zu uns, wir freuen uns total, wenn du uns besucht. Klick hier drauf, du bekommst einen Beratungstermin. Auch das messen wir, wie oft da drauf geklickt wird. Weil das wollen wir den Verkäufern auch sagen, hey, mal Jungs, wir haben euch hier so viel 100 Beratungstermine vereinbart. Außerdem tracken wir auch, wie oft Leute am Handy auf eine Telefonnummer klicken. Auch das können sie messen. Man könnte auch auf einem Laptop, auf dem Desktop auf eine Telefonnummer klicken. Ich weiß gar nicht genau, was dann passiert. Wahrscheinlich öffnen sie sich gar nicht oder so. Aber auf dem Handy ruft das Ding dann ja einfach an. Das gucken wir uns ganz genau an. Wie viele Leute klicken auf die Telefonnummer und rufen dann an? Auch das sagen wir den Verkäufern. Sagen, hey Jungs, ihr wurdet und Mädels, ihr wurdet so und so oft angerufen. Und wir erfassen natürlich das Kontaktformular. Auch da gucken wir uns genau an, wie viele Leute, also über welche Werbung, also über welchen Werbekanal, über welche Kampagne Leute zu uns kamen, die am Ende das Kontaktformular ausgefüllt haben. Auch das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir können dann sogar, also ein kleiner Tipp an den Tracking-Partner oder an Sie, wenn Sie das selbst machen, jedes Dropdown kann ich auch wieder auswerten. Ich kann mir genau angucken, welchen Standort haben die ausgesucht, welchen Betreff haben die ausgesucht, welches Problem hatten die eigentlich. Also ich kann auch da wieder eine Auswertung machen, die wir in dem Fall zum Beispiel fürs Service-Team nutzen, damit die zum Beispiel Frequently Asked Questions vorbereiten können. Wir wissen ja immer wieder die gleichen Fragen kommen, sondern wir sehen, oh, guck mal, diese Frage eskaliert hier gerade im Support. Oder die schreiben uns ganz viele E-Mails wegen diesem einen Problem, da können wir darauf eine Antwort liefern und können wir schon wieder ein Produkt einbinden und sparen uns vielleicht ein paar E-Mails und Gespräche. Und der Nutzer, sorry, die Perspektive ist eigentlich wichtiger, Nutzer, Nutzerin hat viel schneller eine Antwort. Ne? Ich sehe sofort, ich habe die Frage, keine Ahnung, kann ich das auch linksrum aufstellen? Wenn ich das weiß, dass die Leute das wissen wollen, schreibe ich es ans Produkt und die Frage kommt gar nicht mehr auf und der Nutzer weiß viel schneller, was Sache ist. Und er ist natürlich für uns wieder toll schneller im Checkout. Genau, ich habe gesagt, das ist jetzt mal so ein richtiges Vanity-Dashboard. Also ich bin jetzt wirklich meiner Wert frei. Man kann durchaus auch mal angeben mit seinen Zahlen. Und das machen wir bei dem Kunden sehr intensiv. Da gehen wir her und sagen, hey, aber dass ihr mal wisst, was geht. Ne? Mit allen unseren Werbemaßnahmen erreichen wir in diesem Zeitraum, das ist der September, 11.600.000 Menschen. Über Google, über Facebook und über, das ist nicht mal alles, da machen wir sogar noch mehr. Aber ja, also wir erreichen halt 11.600.000 Leute, Bruttokontakte. Ne? Jetzt quasi einfach mal Eyeballs, sagt man so schön im Englischen. Dann gucken wir uns an, wie viele von denen machen denn irgendwas, was irgendwie darauf hinweisen könnte, dass sie mit uns ins Geschäft kommen wollen. Also so zumindest mal sagen, ja, ich denke mal über euch nach ein bisschen mehr. Es sind 460.000 Stück. Da gucken wir uns an, wie viele klicken denn auf irgendwas. Ne? Also sobald jemand zu uns auf die Seite kommt, sagen wir, na gut, der hat ja scheinbar schon Gefallen an uns gefunden. Gucken wir uns an, wie sie sind interessiert. Auch das haben wir halt definiert. Immer gemeinsam mit dem Kunden. Also was können wir nicht von außen draufschmeißen. Und wir sagen halt, hey, ab welchem Zeitpunkt glaubst denn du, lieber Kunde, ist denn jemand engaged mit dir? Also sag, boah, vielleicht kaufe ich da etwas. Und dann legen wir diese Levels, diese, das heißt, das Thresholds, also diese Ebenen fest und können es dann eben auch gut reporten und zeigen, hey, guck mal, wir haben sogar 19.000 potenzielle Kunden auf der Seite gehabt und 4.200 davon haben mit uns dann tatsächlich Kontakt aufgenommen. Und wir können auch zeigen, wie viel Online-Umsatz daraus entstanden ist. Das sind die 74.000 Euro, die da rechts stehen. Das sind direkte Erlöse, die daraus entstanden sind. Und wir können auch hochrechnen, wie viele, also wir nehmen auch wieder Wandlungsraten, die nehmen wir aber quasi statisch einfach an. Wir sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, unten rechts, unten links sehen Sie es, 16 Beratungstermine zustande kommen im Bereich Küchen oder so, gehen wir davon aus, dass wir irgendwie 4 Abschlüsse machen, eben mindestens für 2.000 Euro. Ich weiß nicht genau, was dahinter steht, was die Kalkulation ist, aber das ist die Idee, dass wir sagen, hey, das haben wir hier ein Business generiert für euch. Und das zeigt eben ganz schön, was wir oben reinballern sozusagen ins Internet und was wir unten nachher auch an
Umsatz generieren. Diese Autos gibt es auch mit den Marketingkosten. Die fehlen mir jetzt, die durfte ich nicht mitbringen. Aber das gibt es natürlich auch, weil der findige Unternehmer, Unternehmerin wird mich jetzt fragen, ja, was hat das denn gekostet? Ich verspreche keine 200.000 Euro. Ein anderes Beispiel, also im Gesundheitsbereich bringe ich noch mit, einfach weil wir alle gesund sein wollen zurzeit, aber viel wichtiger, weil wir da das ganze Ding durchgespielt haben, wie man da eigentlich hinkommt. Und ich habe es vorher schon gesagt, wenn Sie, also die Kennzahlen sind ja quasi das Ende der Reise. Am Anfang müssen wir sich mal klar machen, was man eigentlich machen möchte, was man erreichen will. Das sieht man in diesem Beispiel. Sorry für die Tragik. Ich habe jetzt halt einen Onkologiefall von dem Kunden ausgesucht, weil der halt einfach sehr plastisch ist und weil wir es, glaube ich, uns alle ganz gut vorstellen können. Da geht es jetzt darum, dass wir jemanden, der onkologisch behandelt wird, also der eine Chemotherapie erhält, eine Strahlung oder so, dass diese Person ein Drink, also so ein Getränk bekommt, das eben ganz viele Nährstoffe, Vitamine und so erhält, die helfen, da gut durchzukommen. Also prinzipiell eine gute Sache. Und der erste Schritt dabei ist, dass man sich wirklich mal in diese Person hineinversetzt. Dann entwickeln wir sogenannte Personas. Die sind eigentlich so eine Mischung aus dem, was wir so wissen, was Bauchgefühl ist, was wir im Internet recherchieren können und natürlich auch, was es an Studien gibt. Unten rechts zum Beispiel stehen da die Studien, die wir benutzt haben, um diese Persona zusammenzustellen. Und das reichen wir dann an. In dem Fall zum Beispiel haben wir bei dem Kunden mit Beratern im Außendienst gesprochen, mit Pflegern und Pflegerinnen, die Menschen betreuen, die da betroffen sind, die uns Feedback gegeben haben. Wir haben auch mit Betroffenen natürlich gesprochen, haben dann daraus mal so aggregiert, die Beziehung zwischen dieser Person und uns, wie kann ich die beschreiben? Wir haben zum Beispiel die Ziele von denen besprochen. Was wünschen die sich? Natürlich wollen die eine schnelle und gute Erholung haben. Die wollen wieder gesund werden natürlich. Und sie wollen wenigstens während der Behandlung die negativen Nebeneffekte verringern. Logisch. Also ich will gesund werden, ich will während der Behandlung möglichst fit bleiben, dass es mir nicht schlecht geht die ganze Zeit. Wir haben auch geschrieben, was die Leute einfach frustriert und was die wirklich dringend brauchen. Da zum Beispiel haben wir gesagt, sie brauchen eine verlässliche Orientierung und Beratung, dass sie wissen, das, was du da tust, ist das Richtige natürlich so. Und dann haben wir zum nächsten Schritt überlegt, wie kriegen wir das denn hin? Weil klar, weil wir es da anlaufen, wir sind eine Marke, ne? wir sind ein Unternehmen, wir wollen irgendwas verkaufen, im Zweifelsfall. Ne? Also da haben wir dann eine begründete Skepsis, ob das jetzt ein gutes Produkt ist oder nicht. Und deswegen überlegt man sich dann so eine Customer Journey. Das ist mal das ganze Ding, so sieht es eben aus. Das beginnt mit den Phasen, gehen wir gleich noch drauf ein, und wissen, was Sie sehen, das sind oben die Phasen, die werden beschrieben, dann haben wir Druckphase, Ziel, das wir erreichen wollen beim Kunden, und darunter sehen Sie dann schon stehen die KPIs und auch die Segmentierung, wie wir die analysieren sozusagen. Ich habe jetzt mal einfach die ersten paar Phasen rausgepickt, weil da sieht man es besser. Das erste, was die machen, ist, dass sie sich diese Journey-Phasen angucken. Ist auch jetzt echt keine Rocket Science. Da nehmen wir uns halt die AIDA-Formel, die haben Sie alle wahrscheinlich hier bei der IHK mal gelernt, und beginnen dann davon kommend, wie dröseln wir das denn jetzt weiter auf? Meistens reichen diese 4 oder 5, gibt es ja mittlerweile oft Phasen, nicht aus, und wir müssen das tiefer analysieren, gerade bei so einem komplexen Fall, wo dann eben noch medizinisches Fachpersonal, die HCPs mit dabei sind, muss man das genauer angucken, wie das eben funktioniert. Wir vermerken dann pro Phase, aus der Sicht dieser Persona, also des Kunden oder des Patienten in dem Fall, was wir eigentlich da machen wollen, also wie geht es dem Patienten, was soll da eigentlich passieren, und vermerken dann, was wir in dieser Phase eigentlich als Ziel erreichen wollen. Also was wünschen wir uns da, und gucken uns danach eben an, wie wir das jetzt feststellen können, ob wir das erreicht haben. In der ersten Phase zum Beispiel geht es eben nur darum, dass der Patient mal versteht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen seiner Gesundheit und seiner Ernährung. Dass das eine Kombination ist, das gibt es ja auch für uns gesunde Menschen, aber wenn man krank ist, gilt es eben noch viel, viel, viel mehr. Und da machen wir ein bestimmtes Campaigning und gucken uns dann eben genau an, wie viele Visits generieren wir denn darüber, wie viele Leute kommen von außen zu uns, wie hoch ist die Bounce Rate, also die Absprungrate, wie viel Trust bekommen wir von denen, wenn die zu uns kommen, wie gut vertrauen die uns, gucken sie sich viel an. Und das gucken wir uns natürlich an, in unseren verschiedenen Marketingkampagnen. Die vergleichen wir da miteinander. So, das ist quasi die Grundlage mal. Und erst jetzt, wo wir die Phasen festgelegt haben, die Ziele festgelegt haben und die KPIs mit den Quellen kennen, jetzt fangen wir an,
im Endeffekt die kreative Marketingplanung zu machen. Überlegen, wie holen wir denn Leute jetzt zu uns auf die Seite? Und der Kunde hat es dann noch weitergetrieben. Das ist auch ein Grund, warum ich ihn ausgewählt habe. Weiß ich nicht, was es ist. Ein Tritzian ist eine Danone-Tochter. Die haben es dann auch nochmal gestaltet. Also dieses graue Ding, das wir gerade gesehen haben, oder diese Excel-Tabelle, haben die dann nochmal hübsch gemacht und gesagt, das hängen wir auch wirklich bei uns im Unternehmen aus. Nicht nur für die den onkologischen Bereich, auch für andere Bereiche. Wir machen das auch im Handel. Ne? Das ist nicht exklusiv auf Gesundheit gemünzt. Haben gesagt, so sieht es grob aus. Und wir haben dann auch noch, da sind wir recht stolz drauf, haben es dann noch sogar geschafft, wirklich ein Dashboard zu bauen, also ein Reporting zu bauen und auch Analytics aufzusetzen, das sogar das so ein bisschen matcht. Ne? Also Sie sehen, wir bleiben in der gleichen grafischen Logik. Das heißt, das ist relativ gut nachzuvollziehen für Dritte, die schnell mal drauf gucken, wo wir eigentlich performen. Und diese roten und grünen Zahlen geben eben einen Aufschluss darüber, also diese kleinen Prozentzahlen, ob wir uns in dem Bereich zum Vergleichszeitraum, in dem Fall zum Vormonat, gerade wieder gut oder schlecht unterwegs sind. Auch dieser Kunde will natürlich nachher mehr ins Detail und dann kriegt er natürlich so ein Dashboard. Das ist ein sehr, sehr komplexes Dashboard. Wir gucken uns das gleich nochmal mehr im Detail an. Aber prinzipiell sind diese Reportings immer so aufgeteilt, dass ich hier vorne mal so ein bisschen mitbekomme, was eigentlich so auf meiner Seite los war. Welche Nutzer waren da, welche Visits waren da, über welche Quellen kamen die und hier auch über welche Kampagnen sind die gekommen. Im zweiten Schritt gucke ich mir eben genauer an, was haben die bei mir auf der Seite gemacht? Sehen hier, welche Seitenbereiche wurden angeschaut? Welche Arten von Inhalten haben die Leute besonders interessiert? Das Color Coding hier zeigt mir, wo eben das stärkste Engagement war. Schauen uns dann an, welche konkreten Artikel, also welche Inhalte die am meisten interessiert haben. Hier oben rechts sehen wir dann, wie viele Wandlungen gab es da eben in das Kontaktformular, in verschiedene Tests, die da gemacht worden sind und wie viele Produkte da heruntergeladen wurden. Auch das sind Kennzahlen, die mir Aufschluss darüber geben, ob meine Kampagnen funktionieren. Wenn Leute dann so interessiert sind, dass sie sich mal ein PDF runterladen und das hoffentlich auch lesen, ob ich da mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Maßnahmen eigentlich kommuniziere. Und das, was dann hier interessant ist, können wir nachher, glaube ich, nochmal, ist, dass man auf so einem, das ist ein sehr operatives Dashboard, mit dem wir dann auch wirklich in den Terminen sitzen, da kann ich ja oben dann auch verschiedene Dimensionen nochmal filtern. Die Zeit, die verschiedenen Unternehmensbereiche, die verschiedenen Zugriffsquellen, die verschiedenen Marketingkanäle und jetzt in dem Fall auch die Länder, in denen eben die Kampagnen gelaufen sind. Genau. Das sind mal so zwei Praxisbeispiele bis hier, wie das eben laufen kann. Ich habe gesagt, dass Vergleichswerte wertvoll sind. Haben wir noch Zeit, ja, oder? Super, sorry. Vergleichswerte, genau, Benchmark, was man machen kann. Da nur ein ganz kurzer Hinweis. Google Analytics bietet es an. Wenn Sie das einsetzen, zufällig bei sich auf der Webseite, können Sie sagen, hey, ich suche mir hier mal eine Vergleichsbranche aus, ich suche mir ein Land aus, das passt und eine bestimmte Größe der Webseite. Kleiner Spoiler, Google hat da auch für Sie schon was vorausgewählt, was eigentlich normalerweise ganz gut passt. Prüfen Sie es aber nochmal. Ja, und dann erhalten Sie jetzt in dem Fall zum Beispiel natürlich analysiert, um zu wissen, mit welchen Seiten Sie sich vergleichen, Werte von anderen, wie gesagt, vergleichbaren Webseiten, gleiche Branche, gleiches Land, gleiche Größe, wie zum Beispiel bei denen das Marketing läuft. Und hier sehen Sie jetzt schon einen ganz schönen Vergleich, dass wir bei dem Kunden, das soll unsere eigene Webseite sein, dass wir da eben im Paid Search, im Organic Search Bereich super unterwegs sind, also wir besser als der Wettbewerb. Aber weiter unten, Display, Social, E-Mail-Marketing, nur nicht so gut. Da könnte man mehr machen, da machen andere mehr und sind erfolgreicher als wir. Das gibt mir so ein bisschen Hinweise darauf, okay, gut, da müsste ich mich mal kümmern, weil ähnliche Unternehmen sind in dem Bereich besser unterwegs, die machen die da wahrscheinlich noch mehr als ich oder machen es besser und deswegen sollte man da einen Fokus drauf legen. Jetzt noch ganz kurz der Ausflug in die Technik, ich habe es versprochen. Wie funktioniert eigentlich Google Analytics? Das besteht aus eigentlich vier wichtigen Teilen. Das ist die Datensammlung, die Collection, die Verarbeitung, das Processing und nachher das Reporting. Das ist das, was wir uns die ganze Zeit anschauen, wenn man so Kennzahlen nachher sieht. Und dieses Processing können Sie über die Konfiguration beeinflussen. Wichtig ist, genau, es sind zwei Disziplinen. Das eine ist das Web-Tracking, das ist die Einrichtung und die Erhebung der Kennzahlen. Das andere ist die Analyse und das Reporting von den Kennzahlen. Und da sind ein paar Sachen ganz wichtig, die man im Hinterkopf haben muss.
Wenn Sie zum Beispiel Downloads messen wollen, dann müssen Sie das Analytics sagen. Dann muss man sagen, dieser Link ist ein Download und jedes Mal, wenn er klickt, möchte ich das in Analytics oder in Matomo oder im anderen oder in E-Tracker oder in Conda möchte ich es halt sehen. Oder auch wenn man auf so eine Telefonnummer klickt, das macht Google nicht aus der Box, sondern das müssen Sie dem Ding sagen. Google Analytics 4 macht ein bisschen besser, aber auch da muss man gucken, ob die Sachen, die mich wirklich interessieren, nachher gemessen werden. Wenn es einmal bearbeitet wurde, kann es nicht mehr verändert werden. Das ist quasi bei Analytics so, dass die Rohdaten nicht gespeichert werden, weil es unfassbare Datenmengen wären und dann müssten sie halt Geld dafür nehmen. Aber auch andere, wo man Geld bezahlt, machen das nicht, weil es einfach so große Datenmengen sind, dass sie analysiert werden, dass sie bearbeitet werden. Da werden im Endeffekt repräsentative Gruppen der Website-Besucher herausgenommen und die stehen ihnen dann zur Analyse zur Verfügung. Hat auch wieder den Vorteil, ich habe es eigentlich gesagt, dass die Ergebnisse schneller kommen. Und das will ja Google immer. Die wollen ja immer schnelles Feedback für Nutzer haben. Und deswegen machen die das so. Auch deswegen machen die das so. Sie können aber diese Datenverarbeitung und die Konfiguration beeinflussen. Zum Beispiel können Sie da IPs herausfiltern. Wenn Sie sagen, ich will meinen internen Traffic, den Traffic von meinem Außendienst und meinen Berater, den will ich da gar nicht sehen, dann können Sie das in dieser Konfiguration beeinflussen. Aber Sie müssen dran denken, wenn Sie es konfigurieren, geht es erst ab dem Tag nach vorne, nach hinten geht es nicht mehr. Das funktioniert nicht. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt schon seit 5 Jahren Tracking auf der Webseite haben und Sie ab heute interessiert, wie viele Downloads Sie hatten auf der Webseite, wissen Sie das, werden Sie das für gestern nicht mehr rausfinden, sondern ab heute für morgen dann wissen, wenn Sie es heute eigentlich. Anders geht es nicht. Nur so ein kleiner, soll Frust vorbeugen, wenn Sie jetzt total motiviert sind und auf irgendwie Ihren Webchecker oder die Agentur zu rennen, sagen, sag mal, wie viele Downloads wir haben, dann sagen die vielleicht, sorry, das wolltest du nie bezahlen, deswegen haben wir die Zahlen nicht. Das kann gut sein. Haben wir auch mal wieder. So, jetzt noch ein paar Beispiele und dann können wir Fragenrunde machen. So, ja, okay, cool. Also, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn wir dann wirklich in die Optimierung gehen und uns Maßnahmen angucken, gibt es zum Beispiel so ein Dashboard, wo wir uns sehr, sehr feingranular für jede Kampagne angucken können, wie die performt. Wie viele Nutzer hat die gebracht? Wie viele Transaktionen gab es da? Was ist die Conversion Rate? Was ist der Umsatz von dem Ding? Was war der durchschnittliche Warenkorbwert? Was war der Wert pro Visit, den der Nutzer gemacht hat? Der Nutzer kam natürlich auch 3-4 Mal über diese Kampagne zu uns. Die Kosten, den Cost per Klick und den Cost per Order. So, und dann gucken wir uns eben da an, was hat denn jetzt gut, was hat schlecht funktioniert. Und alle Felder, die irgendwie besonders dunkel sind, sind immer interessant. Und dann würde ich an dem Punkt halt einen Drilldown machen und sagen, jetzt zum Beispiel hier diese Idealo-Kampagne hier mit einem sehr hohen Visit-Wert, was war da los? Was war das genau? Wo kamen die her? Wann kamen die? Welche Produkte haben die angeschaut? Was hat die besonders interessiert? Da würde ich dann genauer reinschauen und gucken, ob ich da irgendwas lernen kann, dass ich danach dann sage, da mache ich dann mehr und mache vielleicht was anderes, wo ich halt jetzt schlechte Kennzahlen hatte, weniger oder gar nichts mehr. Hier ist jetzt nochmal so ein globaleres Dashboard. Da möchte ich eigentlich vor allem darauf hinweisen, dass wir halt über die Filter sehr, sehr gut diesen Drilldown machen können. Also ich habe quasi ein Gerüst an Kennzahlen, ich lege mir das so an, diese ganzen Tabellen, dass ich immer weiß, ich habe immer die gleichen Zahlen vor Augen, die werden immer gleich erhoben, das ist sehr gut vergleichbar. Und jetzt versuche ich das mal für bestimmte Produkte zum Beispiel zu machen. Also wenn Sie jetzt 4 Produktbereiche haben bei Ihnen im Unternehmen, könnte man hier dann quasi den Produktbereich pro Produktbereich angucken in der Analyse und schauen, wo genau gibt es denn Unterschiede, wo gibt es denn Learnings zwischen dem Produktbereich oder wo muss ich vielleicht in einem Produktbereich auch ganz anders vorgehen als im anderen. Das würde ich mir auf so einem sogenannten Dashboard anschauen. Oder, genau das habe ich vorhin gesagt, aber das ist nur ganz tief drin, dann nochmal zu diesen Performance-Kennzahlen, also im E-Commerce ganz konkret. Da sehe ich eben sehr, sehr gut, wie mein Marketing funktioniert. Da sehen Sie jetzt bei der Performance Overview, das Unternehmen, da hat drei Webshops verglichen, wie die Conversion Rates unterschiedlich aussehen, die Customer Acquisition Costs, die ich vorhin erwähnt habe, also das Link-Unternehmen muss zum Beispiel 1 Euro zahlen, um einen neuen Kunden zu generieren, während weiter rechts eben weniger fällig wird. Dafür hat aber das Unternehmen links viel höheren ROAS. Da kommt viel mehr zurück dann später, wenn die Kampagnen laufen, als bei den Unternehmen weiter rechts. Oder das interne Benchmarking zeigt mir eben im Verlauf bestimmte Dinge. Deswegen sage ich, Vergleichen ist ultra wichtig, das hilft unglaublich weiter. Wenn ich zum Beispiel solche Peaks sehe, und sehe, okay, das eine Unternehmen irgendwie eher sonntags einen Peak, während das andere eher montags einen Peak hat, bei den Umsätzen zum Beispiel. Ich habe es vorhin gesagt,
Die Gartenmöbel werden meistens am Montag gekauft, aber am Wochenende gibt es ganz viele Visits. Bei Deko zum Beispiel ist es eher am Wochenende oder die Abendstunden, wo das dann gekauft wird. Ja, also genau, diese, also wenn ich dann einfach verschiedene Kurven übereinander lege, so wie hier, sehe ich halt sehr, sehr schnell, wo die Unterschiede sind. Ne? Kann dann eben auch da wieder so einen Drilldown machen. Und das ist eigentlich immer das, was ich eigentlich sagte, diese quantitativen Kennzahlen helfen mir immer zu erkennen, wo es sich lohnt, mal genau reinzugucken. Genau, dann noch so einfach als Praxistipp, man kann natürlich auch ganz andere Daten noch reinschmeißen. Zum Beispiel haben wir bei dem Kunden mal die Seitenaufrufe verknüpft mit dem Wetter. Haben wir geguckt, wie wirkt sich denn das Wetter auf Besuche und Bestellungen aus? Und das war eigentlich auch ganz interessant, wie da die Zusammenhänge genau sind und bei welchem Wetter wir vielleicht auch tatsächlich in den Marketingkampagnen auch das Wetter eingehen müssen, damit die Leute halt eher zu uns kommen, um dann da zu kaufen. Also das sind manchmal auch ganz interessante Erkenntnisse, die man hat, wenn man die Daten dann vor sich sieht, dass man merkt, oh, guck mal, da könnte man doch was machen und dann hängt es wieder von ihrer Kreativität, aber auch diesen Informationen irgendwie eine coole Maßnahme zu stricken, die man dann wieder natürlich mit einem Ziel versieht und misst und guckt, ob das funktioniert. Bei all diesen Reportings und so möchte ich nur einen Tipp geben. In der Eifer des Gefechts, also jetzt nehmen wir an, Sie machen so eine Google Analytics Zertifizierung und fangen an, da jetzt Segmente festzulegen und Reportings zu erstellen. Benennen Sie das gescheit. Benennen Sie das so, dass Sie es wiederfinden. Das ist auch in unserer Firma immer wieder so ein Thema, wenn dann dann legt man mal schnell was an. Ich will mal nur schnell was ausprobieren. Wenn es dann nicht gescheit benannt ist, dann finden Sie das nie wieder. Weil da ist Google Analytics und auch die anderen Tools nicht, die sind nicht besonders gut darin, diese Reportings zu sortieren. Sie brauchen einen guten Namen, weil bei Google wird alles gesucht und dann wird es gefunden. Google geht nicht davon aus, dass Sie jetzt irgendwie so eine Windows-Ordnerstruktur haben wollen für Ihre Reportings, sondern die schmeißen alles in einen Topf und gehen davon aus, dass Sie die Suche benutzen. Benennen Sie das Bescheid, weil sonst kann Ihnen auch Google da nicht helfen. Genau, dann noch ein anderer Case, und damit können wir es noch, glaube ich, beschließen, hatte ich noch die Kuhmilchallergietest, eben auch wieder von Nutrizia. Da war es ganz interessant, dass wir quasi, ich habe es vorhin schon gesagt, wir können ja jetzt nicht nur messen, ob jemand an einem Test teilnimmt oder ob jemand ein Kontaktformular ausfüllt, sondern wir können ja auch messen, was wir da reinschreiben. Und bei denen gucken wir uns genau an, was denn jetzt das Testergebnis ist von einem Gesundheitstest, wo wir die ganze Seite machen. Und je nach Ergebnis können wir jetzt wieder verschiedene Marketingaktionen triggern. Das heißt, wenn jemand quasi eher gesund ist, können wir dem Werbung schreiben zur Prophylaxe. Wenn jemand eher krank ist, können wir sagen, wir hätten da was Tolles für dich. Also da kann man auch wieder sehr, sehr differenziert vorgehen, wenn man eben diese nächsten Ebenen auch mitnimmt in der Information. Ah, und dann noch B2B, genau. Das wir auch noch mitgemacht haben. Da ist ein Sales Funnel von einem B2B-Kunden von uns. Da sieht man, da reden wir schon mal direkt von ganz anderen Zahlen. Also da sind wir bei viel weniger Nutzern, bei viel höherem Cost pro Lead, weil einfach die Menge der Leute deutlich kleiner ist und wo wir halt auch, was halt auch fast schon tragisch ist, dass wir nur sehr, sehr schlecht unten raus die Umsätze tracken können. Ist halt Nature of the Beast, weil vieles ist dann halt am Telefon, per E-Mail, in einem persönlichen Gespräch, was dann da passiert. Das können wir nicht unbedingt komplett durchtracken, aber wir können zumindest hier zum Beispiel zeigen, wie sich der Kost per Lead verändert in dem Zeitverlauf. Also da sind wir aufgrund wie das Crap da läuft, sind wir halt nicht ganz so transparent, können nicht ganz so gut durchtracken, aber wir können zumindest mal die Kostenseite sehr, sehr gut erfassen und uns anschauen, wie sich die Kosten eigentlich entwickeln. Und auch hier wieder schauen, wo kommt es her, dass da im Mai so ein hoher CPL auf einmal notwendig wird. Antwort war damals, dass quasi irgendwo war eine Messe. Kann es sein, im Mai? Ja, schwierig. Dann war es wahrscheinlich eher der Peak da links. Mal weiß ich, irgendwann war halt mal eine Messe. Einer von diesen Peaks war eine Messe. Ich habe das ganz zusammen. Wo wir gemerkt haben, okay, da haben ganz viele andere auch Werbung geschaltet, da hatten wir viel Wettbewerb, da war die Werbung teurer und zack, ging der CPL. Dann gibt es eben so Topline-Dashboards, auch von B2B-Kunden, wo wir einfach auch mal aktivieren, wie es eigentlich gerade läuft, der gleiche Kunde. Was hier ganz cool ist, dass wir so ein paar Bemerkungen, Annotations reingeschrieben haben, dass wir nochmal nachvollziehen können, was haben wir denn eigentlich wann gemacht, wann ist welche Marketingmaßnahme gelaufen und dann können wir natürlich die Peaks hier unten deutlich besser verstehen. Da steht bestimmt doch irgendwo drin, wann diese Messe war. Dann noch, auch spannend für die Control Freaks unter uns, wir können natürlich auch im Tracking oder im Reporting eigentlich einen Soll-Ist-Vergleich machen. Wenn Sie jetzt Budgets, wir machen Marketing-Budget, wir haben ein Online-Budget, wir haben fürs Online-Budget so viel Geld für Facebook-Werbung, können wir natürlich das Budget hinterlegen, also Sie können das machen,
und sich angucken, wie die Budgetplanung ist und dann auch quasi gucken, wie sie das Geld verbrauchen. Bei dem Kunden sehen Sie jetzt, waren wir in ganz vielen Monaten unter dem eigentlichen Budget und haben erst zum Ende des Jahres gesagt, ja komm, wir haben gespart, wir haben am Anfang weniger ausgeben können. Mit dem Webbereich hängt es ja auch an der Nachfrage, warum man unser Geld nicht los wird. Und dann sind wir am Ende des Jahres, wo wir gemerkt haben, der Wettbewerb fährt ein bisschen runter, haben wir halt nochmal mehr Geld dann in den Markt geblasen, um mehr Netz zu generieren. Aber auch ich kann, wie gesagt, wichtige Informationen, wenn Sie eine Planung haben, Budgetierung haben, können Sie das so machen. Wir haben Kunden, die haben komplette Businesspläne in diesen Dashboards hinterlegt, wo wir wirklich sogar die Agenturleistungen, die Dienstleistungen von Dritten anschauen können, auf Monatsebene, um zu wissen, ob wir da halt Korridor sind oder nicht. So, jetzt haben Sie es geschafft, zumindest mal inhaltlich mit mir. Jetzt geht es um die nächsten Schritte. Was können Sie denn jetzt tun konkret? Eigentlich gar nicht so schwierig, wenn man es zusammenfasst, auf der Metaebene. Ja, beschäftigen Sie sich mit Persona, überlegen Sie mal, wer Ihre Kunden sind, stellen Sie mal Customer Journeys auf und die müssen nicht so hübsch sein über uns. Ich fange da auch immer auf dem Blatt Papier an. Also ich male das auch immer auf und kritzel halt rum. Und dann wird es immer schöner. Dann überlegen Sie sich mal pro Phase, was wären denn da sinnvolle Ziele oder Zielwerte. Planen Sie Maßnahmen, mit denen Sie quasi die Kunden zu diesen Zielen führen. Und dann müssen Sie sich halt natürlich mal mit Ihrem Tracking und Reporting beschäftigen und gucken, ob das, was die dann wissen wollen, auch überhaupt aus Ihrem Tracking herausputzelt. Und dann fangen Sie an und dann gucken Sie sich diese Kennzahlen halt an. Am Anfang kurzzyklischer, wöchentlich, vielleicht mal täglich und dann irgendwann mal nicht mehr ganz so oft. Aber am Anfang bietet es sich an, das öfter anzuschauen. Wenn Sie mehr wissen wollen, wir haben weitere Seminare dazu. Ich habe jetzt natürlich viele Themen angeschnitten, die wir jetzt nicht vertieft haben. Wir haben zum Beispiel nächste Woche am Donnerstag, am 18.11., macht sogar ich ein Webinar, den Digital Game Plan, der quasi nochmal zusammenfasst, wie man zu einer Marketing- und einer Online-Strategie kommt. Wir haben nächste Woche am Mittwoch die Hallo Digital Kompakt zum Thema HR-Marketing, wenn Sie das interessiert. Wie kann ich online neue Mitarbeiter finden? Und dann, sorry, der Blog ist gleich rum, ich wollte nur, das ist wirklich einfach nur, gucken Sie sich das an, das ist zumindest als kostenlos, auch das Webinar ist auch kostenlos. Wir haben ein Digital Analytics Glossar, wenn Sie vieles nicht verstanden haben, was ich gesagt habe, laden Sie sich das auf unserer Webseite runter, auf hallo.digital, das ist unten rechts verlinkt. Und es gibt auch ein Web Analytics Workbook, das wir mit der WNV zusammen gemacht haben. Da haben Sie was 120 Seiten, oh Gott. Also da kriegen Sie auf jeden Fall ganz viele Informationen. Und unrecht sehen Sie auch, wir haben so ein Customer Journey Set. Wenn Sie sagen, ich mache das selber, ich mache meine Persona Customer Journey selbst, dann laden Sie sich das runter und dann können Sie das zu Hause in liebevoller Bastel-Kleinarbeit selber machen. So, mehr gibt es nicht für den Augenblick von mir, außer natürlich Antworten auf Ihre Fragen vielleicht. Vielen lieben Dank.